da wir auf dem E-Sports-Account sind, ist so eine Draft-Challenge oder so eine, nicht eine Challenge, sondern Draft-Chest sehr entscheidend und wir schauen mal, was wir bekommen, ne? Mega geil. Gleich erstmal so ein Ding öffnen. Ich war überhaupt nicht am Tablet, als ich im Urlaub war, deswegen können wir die jetzt schön öffnen. Ist eigentlich egal, hier sind nur 6 Karten. Dann nehmen wir uns die Bogenschützen auf jeden Fall. Als nächstes, oh, richtig gut. Also ich feiere diese Draft-Chest so krass, weil man sie einfach... Es gibt immer eine Scheißkarte und eine gute Karte. Nimmt man sich halt immer die gute. Okay, das war... Die sind beide nicht so gut. So. Vielen Dank für die ganzen Subs und Spenden. Lesen wir da. Oh, oh mein Gott. Jetzt schon die Legendary Card. Ja, geil. Was sind wir da? Elektromagier. 100 pro Elektromagier. Sauber. Jetzt kommt noch die epische... Oh, das ist jetzt nochmal so. Also die Legendary Cover schon mal ein Erfolg. Jetzt haben wir noch die epische. Wird das auch so ein Erfolg? Alter. Was ist das für eine Draft Chest, Leute? Wie krass. Okay. Was nehmen wir uns? Golem auf 7, würde ich sagen, ne? Golem ganz entspannt auf Level 7. Würde ich schon vorschlagen. Also nehme ich jetzt mal mit. Richtig krass. Absolut geile Kiste. Guck mal, was drin war. Bogenschützen, Eisgolem, Elektromagier und Golem. Das sind alles Karten, die ich mir einfach so auch aussuchen würde, wenn ich bestimmen könnte, was da drin sein würde. Die Valkyrie noch dabei, schön Gold. Das Ding hat sich absolut gelohnt. Und wir waren ja gar nicht so hoch, ne? 5300 Trophäen, Master 2. Gut, der Account ist jetzt auch noch mega neu. Da haben wir erst noch ein paar... Runden hier im Stream gezockt. Das ist ja hier der Ultra Pay to Win Account, den wir dann auch den besten deutschen Spielern zur Verfügung stellen wollen. Gezockt haben wir hier noch gar nicht. Das wird hier mega geil. Double Elixir Draft Challenge. Habe ich Bock drauf. Guckt euch mal an, wie viel Gold. Guckt euch mal allein, wie dieses Gold an auf dem Free-to-Play Account. Es wird ein Traum. Die werden wir richtig schön morgen zocken. Wir öffnen. Also die allererste Kiste auf dem E-Sports-Account, die war schon mal richtig geil. Mal gucken, ob die Kiste auch so geil wird hier auf dem Trimax-Account, auf Level 13-Account, auf dem gemaxten Account. Hier haben wir noch keine Nachthexe, ne? Das möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen. Wir haben hier noch keine einzige Nachthexe. Wir haben kein Geld mehr reingesteckt, seitdem man gemaxt ist. Lohne tut sich das ja auch nicht so krass. Ah, Saisonbestleistung. Ich wüsste gerne mal den Stream, wo ich das letzte Mal den Account gepusht habe. Die 5500 hätte ich ruhig mal machen können. Ich hatte im Urlaub gar kein Internet. Also ich hatte Internet, aber das kam und ging, wie es wollte. Das ging nicht zu zocken. Ich habe nur ein bisschen Free-to-Play-Account Crown Chest vollgemacht, ansonsten nicht viel. Da geht auf jeden Fall viel, viel mehr. Zumal er jetzt ja auch gemaxt ist. Wir öffnen die Kiste und so eine Kiste kann ja trotzdem sehr, sehr nice sein. Ja, das ist halt so eine Sache auf dem gemaxten Account. Das bringt ja alles nur Gold. Es geht jetzt hier wirklich nur um die... legendäre Karte, welche das sein wird. Tja. Es sind alle Legendary Cards gemaxt. Außer die Banditen. Und die Nachthexe, die haben wir noch überhaupt gar nicht. Die Nachthexe, die haben wir noch gar nicht. Jetzt kriegen wir hier Eismagier und Friedhof zur Auswahl. Das tut weh. Das schmerzt, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Wir brauchen, keine Ahnung, wie oft braucht man eine legendäre Karte, um sie zu maxen? Komplett? 35 Mal? Oder 28? Irgendwie so. Und wir haben die Nachthexe 0 Mal und ziehen sie dann noch nicht mehr. Das ist übel. Wir nehmen uns einen Friedhof, den nächsten, den wir dann bekommen, der verwandelt sich dann zu Gold. Jetzt kriegen wir hier noch eine epische, aber auch hier haben wir alles gemaxt. 30.000 Gold bekommen wir dazu. Gold brauchen wir auch diesem Account nicht. Wir können auch mal in den Shop gucken, vielleicht können wir hier ein bisschen Gold loswerden. Auch nicht. Ja, das ist so eine Sache mit dem gemaxten Account. Nicht so, wie man es... Einfach nicht gefunden. Nicht gefunden. Krass.